Dankeschön. Ja, das Ende von dem Level ist halt einfach nur nervig, meiner Meinung nach. Das Krimskrams. Fiesta Kabum. Schauen wir doch mal, was das ist. Ja gut, das eine ist halt dieses Nerv... Also das Puzzle-Level war bisher vom Sauerstoff her am nervigsten. Oh, ich mag die Musik. Oh shit. Ich dachte, ich komme nicht mehr hier dran. Die Musik ist halt schon besser als in den anderen Leveln. Ich meine, Wassermusik hin und her, aber irgendwie... Die Musik hat was. Ah! Wie mache ich das? Ich warte, bis der Vogel schießt und springe auf den, oder? Scheint ich am klügsten. Yep. Wow, wer wollte mich da denn von der Seite snipen? Was macht der? Okay. Fuck. Oh, jetzt habe ich Diddy. Bitte tötet mich. Ich muss drauf stehen bleiben, runter und dann das Ding. Oder einfach einen sinnvollen Kong mitnehmen. Dann habe ich das Problem nicht. Am besten den sinnvollen Kong nicht schon in den ersten 5 Metern verlieren. Was ist das hier? Ah! Ja, es ist gut, wenn man ein Power-Up kriegt und das erste, was man sagt, ist fuck. Ja, da ist was dran. Oh, das wollte ich nicht. Gib mir nochmal einer. Okay, da oben ist nichts. Was? Okay. Ach so, hierfür brauche ich das. I see. Alles klar.
halte immer noch Ausschau nach Buchstaben, zum Beispiel nach sowas hier. Fuck. Mach dich doch lang, Mann. Da kommst du da dran, Mann. Ach, shit. Okay, ich muss quasi den Fisch oben und dann davon abprobieren. Okay. Ist machbar. Okay, whatever. Okay. Das war ein bisschen schneller. Na. Gib mir das Bämpchen. Aha! Oh shit, wirklich? Wo soll ich hin? Wo, was, wie? Warum? Hä? Nach rechts rüber oder wo? Was? Moment, ich bin utterly... Ach so, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Masterplan. Stop sucking. Ich glaube, ich muss mich da durchhämmern. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Idee, die ich zumindest habe. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich habe nicht erwartet, das Kong zu hitten. Also die K-Münze. Damn. So, was ist das? Was fehlt mir denn jetzt noch? Oh mein Gott, wir sind noch nicht durch mit den normalen Leveln. Koralligalli. Ja, Prostmahlzeit. Dabei ist die Musik eigentlich relativ chillig. Ich glaube, es geht ins Wasser. Ich weiß nicht warum, aber scheint so. Was ist hier unten? Banane. What is this? Schalter. Okay. How about fick dich Spiel? Okay. Ich habe schon wieder gefühlt irgendwo das K vergessen. Never mind. Wir spielen das Level jetzt hier mit dem meisten Chill, der nur irgendwie möglich ist. Das hat mich nicht getroffen. Dafür brauche ich irgendeinen anderen Kong. Was ist mit der Chest hier? Die sieht einfach nur anders aus. Weil... Das ist nicht meine Frage. Ich kann Dixie wählen. Oh, wir wählen Dixie. Ich würde die extra Runde gehen wegen. Was auch. Ach, da oben ist nichts. Interessant. Ich dachte, da oben ist ein Buchstabe oder sowas, aber nope. Ich habe das O gesehen. Ich glaube, wenn man es ruhig spielt, geht's. Und bis auf den Bullshit hier, was ist das? Okay, passt. Pff. Überall Shit, man. Oh, das war's. Okay. Alle, hopp.
Okay. Fucking Präzisionsschwimmen. Mhm. Naja, Tropical Freeze ist kein schlechtes Spiel, es ist einfach nur... So blöd es klingt, Donkey Kong Spiele sind dafür bekannt, hart zu sein. Ist halt einfach so. Donkey Kong ist halt noch eins der wenigen Franchises, die nach dem Motto agieren: Get good or die trying. Man könnte sogar behaupten, es gibt Leute, die den wirren Vergleich machen würden mit: Oh, es ist das Dark Souls unter den Plattformern. Was es nicht ist, aber hey. Okay, ach du Shit. Opa. Ja, da hatte ich so viel Momentum, dass ich nichts dagegen tun konnte. Boom. Okay, jetzt ganz ruhig. Geh ins scheiß Ziel, geh ins scheiß Ziel. Oh, danke. Ich finde es halt interessant, dass die Aussage jetzt kommt. Zu Wii-Zeiten kamen solche Aussagen eher weniger. Hatte ich eine Wii U? Nein. Habe ich das Spiel gespielt zu Wii-Zeiten? Nein. Konnte ich da diese Aussage tätigen? Nein. Also es ist okay. Also wie gesagt, das ist jetzt kein extrem frustrierender Schwierigkeitsgrad. Ist halt machbar. Die Kong-Level können halt manchmal sehr frustrierend sein. Also das erste war so... Nicht so, ach so, nicht so von dir allgemein. Ja, keine Ahnung. Die Allgemeinheit findet auch Breath of the Wild gut. Von daher, ne? Passiert. Der Walzenwahnsinn. Kriegt Kong? Nö. Ich habe jetzt eine Sekunde gebraucht, um zu realisieren, dass... einfach nur Kram hinten ist. Ja, mach's halt so. Ach so, ja gut. Auf der Switch scheint das Spiel besser zu sein. Was? Warum? Warum? Hä? Es ist literally dasselbe Spiel. Gut, optisch weiß ich jetzt nicht, ob es so viel Unterschied macht. Das kann ich nicht beurteilen, aber... Es ist inhaltlich dasselbe Spiel. Halt mit einem Easy-Mode. Das wäre weird. Und, oh, goddammit. Naja, es ruckelt bei mir teilweise auch auf der Switch. Also ist jetzt nicht so, als ob es perfekt ist. Also was heißt ruckeln? Es hat mal ein paar Frame-Drops.
Aber sonst... Kann auch an meiner Capture Card liegen, wer weiß. Okay, da bombst du natürlich gut. Was mache ich denn? Achso, du redest von ordentlichen Rucklern. Ja, mir sind ein paar Drop-Frames aufgefallen, aber jetzt nichts Tragisches. Mein Problem gerade ist, ich habe an sich super Probleme mit dem Rollmove und ich weiß nicht warum. Ich muss halt lustigerweise immer zuerst über nachdenken, was ich tue, bevor ich rolle. Obwohl die Steuerung eigentlich drin sein müsste. Ich bin schon wieder gebonkt. Dann nehme ich das Momentum mit. Gut. Die letzte Nintendo-Konsole war SNES. Ja, das ist schon ein Weilchen her. Definitiv schon ein Weilchen her. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Obwohl das Level im Moment eigentlich gar nicht hart ist. Ganz ruhig. Warum mein Hirn ist gerade irgendwo. Das Level ist piss easy bisher, aber ich krieg's nicht geschissen. Das ist weird. Okay. Ach. Ja, gut. Das müsste man halt vorher wissen. Na, hopp. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Keine Ahnung, wie man den bekämpft. Da, okay. Was machen wir jetzt hier? Warten wir hier auf die Banane oder was? Oh, okay. Close. Shit, okay. Da, okay. Gut.
sollte man. Okay. Das ist eine Idee. Das kann ich probieren. Weil das ist halt so ein Gegner, der mir gerade Probleme macht, weil ich nicht weiß, wie ich den besiege. Null. Ja, jetzt sollte ich lernen, ihn zu besiegen, weil ich hier schon Schaden genommen habe, weil ich gerade cocky as fuck war. Ich vergesse immer, dass du da bongst. Hol dir doch Dixie. Was? Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ich könnte quasi rausgehen aus dem Level. Könnte mir ein Dixie fast bei Funky holen und dann wäre das Level piss easy. Da ist was dran. Gott damit, wirklich. Aber das ist nicht der Sinn des Levels. Okay, ganz ruhig. Ich muss auf der Plattform landen. Das könnte helfen. Ja, das Ding ist halt, du musst dann echt jedes Mal aus dem Level raus und Dixie neu holen und... Ich meine, klar kannst du Tempel so cheesen, aber... Wozu? Geht ja auch so. Ich meine, klar, es ist einfacher, aber... Der ist jetzt nicht unmachbar. Ich müsste halt nur mal aufhören zu spielen wie so ein Kevin. Gott. Okay. Oh, oh. Gott. Ja, aber wozu so? Ich will das Game halt nicht totschießen. Es ist nicht fucking Dark Souls. Goddammit. Okay, ich glaube, ich sollte gerade einfach eine Pause machen, weil ich krieg gerade die einfachsten Moves nicht mehr hin. Was super weird ist. Spielen wie so ein Kevin. Fängt aber auch mit D an. Was ist mit Dörter? Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum ich heute irgendwas gegen Kevins hab. Ist eigentlich wie immer. Also nichts Besonderes. Ich mache einfach mal kurz Pause, weil ich spiele halt gerade einfach scheiße und kann mich nicht null auf dieses K-Level konzentrieren. Von daher mache ich mir kurz was zu futtern. Ihr kriegt den coolen Soundtrack. Und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
So, sorry, aber meine Kaffeemaschine hat sich gerade dazu entschieden, Jahrhunderte zu brauchen. For no reason. Ich glaube, ich brauche eine neue. Okay. Wo waren wir? Ach ja, Plattformblödsinn. Hoppa. Zack, zack, zack. Yep. Bom, bom, bom. So ein komischer Input. Zap, zap. Hop, hop. Easy. Goddammit, da war ein Ticken zu früh. Ach, da oben bonkt man, okay. Gut. Ja, das ist ein K-Level. Das ist quasi das K-Level von der Wasserwelt. Keine Ahnung, warum hier Lava ist, aber hey. Riesens. Hopp, hopp. Dieser Input macht mich wahnsinnig. Ich könnte schlimmer sein. Ganz ruhig. Ganz ruhig, nach oben, nicht nach unten. Gut. Das war zu früh. Shit. Da war ich nicht entschlossen genug zu springen. Passiert. Ich meine, wir machen immer einen Progress. Ich vergesse immer, dass hier ein Bonk ist. Ich vergesse es immer wieder. Ich will dann schnell gehen und stoß mir jedes Mal den Schädel an. Gibt es doch gar nicht. Vorsicht, da ist ein Bonk. Gut. Goddammit. Jetzt hat er mich verarscht. Jetzt hat er mich verarscht. Aber das Problem ist, ich muss halt jedes Mal nach vorne drücken und den Knopf, anstatt nur den Knopf. Weil nur der Knopf ist das hier. Und das bringt nichts. Wir kriegen das hin. Das ist machbar.
Vorsicht, Bonk. So. Drück den Knopf, Daddy. Hell yeah. So, hep. Fuck, da oben. Diese blöden Bonkstellen, ne? Ich schwör. Was ist die zweite? Goddammit, roll doch! Meine Fresse! Zu spät. Oh, fast kaputt. Komischer Cycle. Gar nicht spiele, der ist einfach perfekt, dann brauche ich das eben nicht. So sieht's aus. Der Masterplan. Woher soll ich denn riechen, dass er den scheiß Knüppel wieder hochnimmt? Mein Gott, der mal mit seinem Dreckständer. Was ist das denn? Nervig, nervig, nervig. Ach, ich bin dämlich. Ja, aber irgendwo muss ich ja meine 10.000 Leben loswerden. Wenn ich an Kong leveln, wo dann? Okay. Geht doch. War so greedy. Okay, das geht voll auf meine Kappe. Hätte ich es einfach safe spielen können und gut wäre es gewesen. Yep. Damit muss man leben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Onstein und Smo macht und irgendwie, keine Ahnung, stirbst bei... Was ist denn gerade los? Und stirbst bei 1%. Ich hab mir schon gedacht, dass die Lava das letzte Drittel ist.
Fuck. Ich weiß nicht, warum mir K-Level im Moment so viele Probleme bereiten. Das zweite war, glaube ich, super easy. War das das zweite oder war das das dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war super piss easy. Aber gut, da hat es auch Dixie und an sich waren es nur Plattformen. Ich spiele mit Pro-Controller, ja. Keine Ahnung, wie es auch wie auf den Joy-Cons ist. Was? Oh mein Gott! Ich war auch das erste Mal, dass ich von so einem Sumpfvieh getroffen wurde. Ach komm. Das Level stoppt dich immer zu. Also zwingt dich quasi immer dazu zu stoppen. Ist ein bisschen annoying. Ja, natürlich nicht. Du spielst echt mit Joy-Cons, okay? Okay. Der Rabi spielt immer im Mobile-Modus, immer. Keine Ahnung warum. Aber ich meine, gut, dafür ist es ja eigentlich designt worden, von daher. Ja, fuck, das wäre das Ende gewesen, 200 Pro. God damn it. God damn it. Aber okay, das musst du halt auch erstmal wissen. Damn. Das sah halt so nach Ende aus. Hallo? Da habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet. So, zack, zack, zack. Yeah.
Ich muss in eins der Fächer, rechts oder links. Ach, come on. Ah, leck mich. Ich dachte mir, hey, ich muss einfach geradeaus weiter hoch. Nope. Ich dachte, ich komme durch. Es gibt einen Dark Souls Weapon Mod für Don't Starve. Was? Das ist natürlich cool. Aber ich weiß nicht warum, aber ich... Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel mögen möchtet, aber irgendwie... Geht's einfach nicht? Das ist so bei mir und Don't Starve. Alle spielen das immer und ich denke mir so, oh, ich will mitspielen, aber sobald ich das Spiel auch nur anpacke, boah, weiß ich nicht. Geht einfach nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur eine Mimi, aber irgendwie... Ich weiß nicht warum. Ganz merkwürdig. Okay, safe. Du bist eine Mimi. Maybe. Woran bin ich gestorben? Was? Don't Starve ist gut. Es ist so... Ich weiß nicht warum, aber... Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass dich nichts an das Spiel gewöhnt. Es ist einfach... Oh, du weißt am Anfang nicht alles in- und auswendig, nur das Wiki auswendig gelernt, du bist tot. Und das ist halt... Da habe ich einfach nicht die Geduld für, bin ich ganz ehrlich. Jeder spielt das und ich will mitspielen und dann Destiny? Moment, welches Destiny? Weil garantiert nicht das Zweier. Das Zweier ist tot. Ja, Rabi, aber ihr sterbt wenigstens an Boss-Shit, weißt du? Ich sterb in Don't Starve, weil... Oh, guck mal. Ich wusste nicht, dass das eine Giftbeere ist. Aber ich habe sie einfach mal gegessen. Weißt du, an so Shit sterb ich. Und ich mag diesen Snowball-Effekt in Don't Starve nicht. Also es ist halt, du stirbst einmal und lull. Bullshit. Ich hab daran, andere Leute zu reviven. Ja, das könnte ich sein. Ich meine, das Game will halt irgendwo ein cooler, stylischer Survival-Dingskirchen sein, aber... Vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal, aber im Moment definitiv nicht. Ich hab's schon wieder vergessen. Vielleicht sollte ich mich auf das Level konzentrieren. Und nicht darüber nachdenken, warum Don't Starve sagt. Oh ja. Okay, ganz ruhig. Das zweite Mal, dass ich das gemacht hat. Okay, jetzt auch mal hier. Fokus, fucking time. Ich hab keinen Nerv mehr auf das Level. Ah.
Natürlich bonkig. Man kann den Mode auch von Survival auf Social stellen. Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass der Survival-Part der Reiz des Spiels ist. Verstehe mich damit falsch, das ist mir schon klar. Aber... kennst du das, wenn... keine Ahnung. Es ist halt Punishing auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Weil überleg mal, alle sagen immer, oh, Dark Souls ist so Punishing. Nee, eigentlich gar nicht. In Dark Souls kannst du deinen Seelen zurücklaufen und gut ist, wenn denn Don't Starve zu deiner Leiche zurückläuft, kriegst du was? Ach ja, dein Gear und das war's. Dein Health ist trotzdem lost. Es ist halt echt so, du kannst das Game nicht einfach anpacken und spielen. Ich glaube, das ist das, was mich einfach stört. Es ist ein bisschen wie Rainbow Six. Alle spielen Rainbow Six Siege, nur New nicht. Warum? Richtig, weil New keine Lust hat, 10 Trillionen Maps auswendig zu lernen. Und auch keine Lust hat, in der Zeit, wo andere die Maps lernen, einfach nichts zu tun. Wow, das war ein weirder Cycle. Und in der Zeit, wo ich dann die Maps nicht kann, ist halt fucking Bullshit. Okay, links. Nice, geht doch. Das Spiel auf CD und nicht mit Steam verbunden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Jetzt Arschloch-Boss. Okay. Noch mehr Arschloch als der letzte? Weil der letzte war schon ziemlich Arschloch. Ein mysteriöses Artefakt. Ja, genau das ist das Problem, Draco, was ich damit habe. Das Ding ist, ich verstehe, dass du die Maps kennen musst, um das Spiel zu spielen. Das Problem ist, wenn ich die Maps nicht kenne und quasi spielen müsste, um sie zu lernen, und dann aber konstant von irgendwelchen Randoms angeschrien wird, was ich doch für ein fucking Vollidiot bin, dann hast du da auch einfach keine Lust zu. Ist meine Meinung dazu. Weil du lernst so Maps nur durch Spielen. Also es ist halt einfach ein Erfahrungswert. Und das ist halt meiner Meinung nach für mich im Moment das größte Problem an dem Spiel. Außerdem finde ich es ein bisschen slow. Ich habe Voice Chat ausgemacht. Das ist wahrscheinlich die klügere Idee, ja. Oh, ist das ein Wasserboss? Kill me. Das ist nicht dein Ernst. Es ist Fettfisch McBlubberblub.
Was? Okay, bisher geht's. Luft nicht vergessen. Ich mache mir um Luft Sorgen, wenn meine Luft ausgeht. Nicht vorher. Die Musik ist kinda cool. Ah, natürlich. Das machst du jetzt zweimal. Sicher. Okay. Ja, hi. Fick dich doch. Du bist zur Hälfte? Ja. Nein, du bist so ein Drecksvieh. Du bist so ein scheiß Drecksvieh. Fick dich. Was zur Hölle? Tohu Bölle. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Ich möchte was ausprobieren. For fucking science. Kann man ihn cranky cheesen? Nein, man kann ihn nicht cranky cheesen. Wäre cool gewesen. God damn it. Was war das denn bitte? Mal abgesehen von Bullshit, aber hey. Warum gehst du jetzt nicht hoch? Du kleine Wichsnase, was war das denn? Okay, ich kann hier nicht cranky cheesen. Dann gib mir einfach irgendeinen. Das hier kann mir vielleicht dezent helfen.
Wohl auch nicht wirklich. Ich weiß, es gibt einen Cheese. Es gibt immer einen Cheese. Was zur Hölle ist das? Ich kann nichts tun! Was? I call Bullshit! Was war das denn? Couldn't do shit! Meine Hose anziehen. Have fun. Okay, er geht dahin, wo du bist. Alles klar. Easy. War jetzt nicht so schwer. Der ging. Du musst einfach nur die dicken Dinger auf ihn zurückschießen. Dann geht's. Nächste Welt. Hui. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Fauna Fantasie. Also eigentlich Fantasie, aber hey. Lesen kann ich ja nicht. Haben wir uns ja inzwischen dran gewöhnt. Gottdammit, der Check verdeckt das Level. Das ist nicht ganz so optimal. Aber ist egal, passt schon. Gottdammit. Früchte. Noch mehr Früchte. Weird. Irgendwie sahen die Texturen gerade ultra matschig aus. Hup. Ah.
bist ja süß. Und tot. Aber du bist süß. God damn it. Ja, das ist nicht meine Frage. Leck mich. Ah, cool, ihr habt quasi rumlaufende Dinger. Jetzt gib mir doch die letzte Banane. Dankeschön. Okay. Schon besser. Okay, die können runterfallen. Gut zu wissen. Das ist so weird. Oh mein Gott, okay. Wah! Das ist so bescheuert. Goddammit. Okay, das. Dieses Steuern auf diesen wackeligen Dingern ist halt super merkwürdig. War ein Versuch wert. Ich dachte, das ist respawned. Schade. Schade. Okay, wir fallen hier runter und dann nehmen wir das O mit. Dann machen wir den Blödsinn hier. Goddammit. Nein, da ist das N. Oh, warte, warte. Warte, ich hab Dixie. Alles gut, alles gut. Pogchamp. Das Level ist, ich will nicht sagen eklig, aber irgendwie... Moment, warum ist er jetzt nicht?
Was los, Ewoki? Okay. Ich habe halt den Boss geowned. Ziemlich geowned. Ich dachte, der trifft mich. Wirklich? So, jetzt wo ich das, den Weltnamen sehe, checke ich auch, dass das alles Marmelade darstellen soll. Zuckerfass zum was? Zum Abheben. Wieder so ein Fass-Level, ja? Okay.